Im ersten Teil der Videoserie haben wir über die Grundlagen zum Thema Radon gesprochen. Jetzt in diesem Video bringen wir euch die Radonprävention im Neubau näher. Die Radonvorsorge ist sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung gesetzlich vorgegeben. Genau. In der OEB-Richtlinie wird für Radonvorsorgegebiete eine konvektionsdichte Abdichtung für die erdberührten Bauteile vorgeschrieben. Erdberührte Bauteile sind zum Beispiel Kellerwände oder Bodenplatten bei unterkellerten Gebäuden. Aber auch bei nicht unterkellerten Gebäuden muss die Fundamentplatte konvektionsdicht ausgebildet werden. In Radonschutzgebieten ist zusätzlich zur konvektionsdichten Ausbildung auch eine Radondrainage empfohlen. Bei der Radondrainage handelt es sich um eine Absaugung des Radongases unter der Bodenplatte. Hier wird mittels Ventilatoren ein Unterdruck im Erdreich erzeugt. Dies ist nur beim Lastfall Bodenfeuchte möglich. Und weiters sind die Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus zu berücksichtigen. Die konvektionsdichte Ausbildung bedeutet eine Abdichtung gegen nicht rückendes oder drückendes Wasser nach ÜNORM B3692 oder eine wasserunterlässige Betonbauweise, die sogenannte weiße Wanne, hier aber mit der Anforderungsklasse AS bzw. A1. Weiters gibt es Systeme, die als radongasdicht zertifiziert sind. Hierfür wird der Radon-Diffusionskoeffizient von einem externen Prüfinstitut ermittelt. Wir haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Systemen bzw. Produkten, die eine Radon-Gasdichtheit aufweisen. Hier zum Beispiel genannt die Reaktivabdichtung SikaTop 126 Pro bzw. unser SikaProof-System. Beim SikaProof-System handelt es sich um ein Betonverbundabdichtungssystem, das einen vollumfänglichen Schutz des Gebäudes vor Wasser, Wasserdampf, Radon und Methan bietet. Wir unterstützen euch gerne bei der Auswahl der richtigen Schutzmaßnahme, denn gemeinsam finden wir immer die beste Lösung.